Ich habe die Sprühstärke da drüben vergessen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Janina von Rosie Made. Und heute habe ich einen Nähtipp für euch. Und zwar kennt ihr vielleicht auch alle das Problem, wenn ihr mit Jersey-Stoffen näht, dass sich das dann an den Seiten so doof einkringelt und einrollt und das ziemlich nervig ist und es auch sein kann, dass es beim Nähen sich einrollt. Und vielleicht fragt ihr euch auch, wie kann ich das verhindern oder was kann ich da tun? Dafür habe ich einen Tipp für euch, beziehungsweise eigentlich zwei Tipps für euch, die zeige ich euch auch gleich. Aber vorher möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen und ich freue mich sehr, denn ich habe eine, ja, ziemlich große Überraschung für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, wie kann ich euch mein Wissen noch besser beibringen, beziehungsweise wie kann ich euch noch intensiver im Nähen betreuen oder begleiten. Deswegen habe ich mir einen 5-Tage-Workshop überlegt, indem ihr lernt, wie ihr Jersey-Stoffe mit eurer Nähmaschine besser verarbeiten könnt. Und in diesen 5 Tagen werden wir auch gleich 2 kleine Nähwerke zusammen nähen. Das Ganze ist komplett kostenlos, das heißt, jeder von euch kann da mitmachen. Und am 15. Juni geht's los. Die Türen sind jetzt geöffnet. Also, wenn ihr euch anmelden wollt und Lust habt, dabei zu sein, dann habe ich euch den Link unten in die Beschreibung reingetan. Und da findet ihr dann auch nochmal alle Infos dazu. Ich bin schon mega gespannt und freue mich und hoffe, dass ihr auch dabei seid. So, und jetzt kommen wir zu dem Tipp, wie ihr das Einrollen von Jersey verhindern könnt. Und zwar ist das Geheimnis Sprühstärke. Mit dieser Sprühstärke könnt ihr die Kanten von eurem Jersey einfach einsprühen, drüber bügeln und dann plättet es quasi die Kanten und das Einrollen ist nicht mehr so schlimm. Und ja, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Ich habe jetzt hier mal die verschiedensten Jerseys, die ich so gefunden habe, hingelegt und habe festgestellt, dass alle sich einrollen an der Seite. Also das sind jetzt alles, ich sag mal so, ganz normale Stretch-Jerseys oder Baumwoll-Jerseys. Und wie ihr seht, die haben sich hier alle an der Schnittkante eingerollt. Und wenn ihr die jetzt zuschneiden wollt, dann kann es schon nervig sein, wenn das hier sich immer einrollt. So, ich habe jetzt hier mal ein Jersey ausgewählt, an dem ich euch das jetzt mal zeigen möchte. Ich habe hier mein tragbares Bügelbrett und hier mein Bügeleisen, während es gerade aufwärmt. Nehme ich jetzt hier die Sprühstärke und sprühe mir jetzt einfach mal hier die Kante ein. Also ihr müsst auf jeden Fall hier auf der Rückseite lesen, was ihr machen müsst. Und ja, das auf jeden Fall beachten, was da steht. Okay, also dann schüttle ich mal und dann sprühe ich das jetzt einfach mal ein. Und nehme dann mein Bügeleisen und bügel da jetzt einfach ganz normal drüber. Und dabei muss ich natürlich den Jersey auseinanderbügeln, ist ja klar. Und dann könnt ihr gegebenenfalls nochmal drüber sprühen, je nachdem. Und was ihr auf jeden Fall immer machen solltet, ist, dass ihr das vorher an einem Probestück von eurem Stoff testet. Weil es kann manchmal sein, dass es eben Rückstände gibt von dieser Sprühstärke. Und da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, deswegen auf jeden Fall vorher testen. So, bei mir sieht es eigentlich schon ganz gut aus, finde ich. Das muss ich jetzt eigentlich nur noch abkühlen lassen. Und ja, so, hier habe ich es jetzt mal trocknen lassen. Also dieses Stück habe ich eingesprüht und gebügelt. Und ja, ich finde, es sieht ganz gut aus. Ganz leicht könnte man meinen, dass man es noch irgendwie durchsieht. Deswegen müsst ihr da immer echt vorher eine Probe machen. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal das Original. Also so war das eingerollt vorher. Und ja, so ist es jetzt mit der Sprühstärke geworden. Ist auf jeden Fall ein ganzes Stück besser. Und ihr seht auch, wenn ihr das ausrollt, dann habt ihr bestimmt 5 cm dazu bekommen. Das heißt, es lohnt sich also wirklich, den ganzen Platz auch zu verwenden. Wenn ihr gerade keine Sprühstärke habt und gerade auch nicht die Möglichkeit habt, irgendwie demnächst an eine zu kommen oder euch eine zu besorgen, dann könnt ihr das Ganze auch einfach sehr gut stecken. Also wenn ihr die Kanten super gut aufeinander steckt
oder die Schnittteile, die ihr zuschneiden wollt, wenn ihr die sehr gut steckt, dann geht es auch ohne Sprühstärke. Genau, da müsst ihr einfach gucken, was für euch am besten passt und wie ihr es machen wollt. Und dann habe ich nochmal einen Tipp für euch. Wenn ihr das zuschneidet, diesen Jersey-Stoff, dann näht am besten auch gleich, weil es nämlich sein kann, dass es auch mit der Zeit sich wieder einrollen kann, die Kanten von dem Jersey. Und wenn ihr jetzt doch nicht gleich dazu kommt, es zu vernähen auch, dann könnt ihr auch Klebeband verwenden und dieses Klebeband dann zumindest an die geraden Kanten dran kleben. Und so könnt ihr das dann schon auch ein paar Tage oder ja, vielleicht auch ein paar Wochen so lassen. Und dann, wenn ihr dann näht, könnt ihr es dann vorher abziehen und dann ist das Risiko nicht so hoch, dass sich das wieder eingerollt hat. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesem kurzen Nähtipp helfen. Und ihr habt hoffentlich dann weniger Probleme mit dem Einrollen von Jersey. Und will noch mal kurz daran erinnern, wenn ihr Lust habt, bei dem 5-Tage-Jersey-Nähen-Starter-Workshop dabei zu sein, dann meldet euch jetzt kostenlos an. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung. Und ich freue mich, wenn ich euch dann im Workshop hoffentlich sehen darf und begrüßen darf. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im Workshop oder dann hoffentlich nächste Woche wieder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!